Besondere ist erstens, dass es eine Erstnachzucht von diesem jungen Paar ist. Das ist für uns das Wichtige, weil wir ja nicht wussten, harmonieren die beiden, ist die Mutter der Großmutter. Und dann zufälligerweise haben wir ja auch hier dieselbe Farbverteilung bei den Eltern. Das Mädchen ist schwarz wie die Mutter, der Junge ist gefleckt wie der Vater. Im Charakter kann man bereits jetzt erkennen, dass der Junge sehr wohl weiß, dass er ein Kerl ist, also er ist der Dominante und man sieht das auch immer wieder, wenn die beiden spielen. Er hat die Oberhand und die Kleine, die zieht sich dann eher mal an den Rockzipfel der Mutter zurück. Die Jungtiere sind jetzt permanent in der Anlage und können jederzeit in der Anlage sich aufhalten. Also das heißt, man muss ein bisschen aufmerksam gucken, wenn die mal schlafen, liegen sie im Hintergrund vielleicht ein bisschen klein, aber sie sind zu sehen. Wir werden die Jungtiere zunächst für etwa ein Jahr bei den Eltern belassen. Danach müssen wir sie abgeben. Jaguar sind Einzelgänger, das heißt, wir können die Jungtiere nicht bei der Gruppe lassen.